Gaming. Bitte, du wirst doch trocken! Oh, nimm doch das Messer, Junge! Ja, hallo liebe Freunde des flauschigen Flauschs. Wie flauscht das immer die letzte Zeit? Ich weiß es auch nicht, vielleicht bin ich auch in flauschiger Laune. Keine Ahnung. Ja. Ich hoffe, dass jetzt, also bevor es jetzt hier losgeht, willkommen zu Scam erstmal. Hallo liebe Leute. Ja, bevor es losgeht, ich habe endlich mal den Greenscreen geupgradet, sagen wir mal so. Ne? Also ich, jetzt sollten diese ganzen Problemchen mit dem Greenscreen der Vergangenheit angehören. Ich hatte ja vorher immer, ach so, das sieht doch jetzt nicht, ist ja grün. Ich mach das mal kurz aus, damit ich das zeichnen kann. Moment. Jetzt sieht man dieses, ach so, das ist immer, irgendwas ist immer noch, Color Key haben wir ja auch noch, das muss auch noch alles gemacht werden. So, also das ist jetzt hinten der Greenscreen. Und das war vorher, hatte ich ja hier diese Decke, also das Tuch und zwei, also eine T-förmige Stange, also zwei Stangen, ne? Und dann habe ich das aufgehangen und das hat natürlich erstens auch immer ein Stück weit Falten geworfen und zweitens hat das hier hinten auch nicht richtig hingepasst, ne? Jetzt habe ich aber so eine Spannfolie hier hinten dran, ne? Und das ist insofern praktisch, weil man zieht das halt wie ein Rollo nach oben und hängt es da oben ein und das ist immer glatt. Und es funktioniert wunderbar. Ja, warum bin ich da nicht eher drauf gekommen? Ja? Aber naja. Man arbeitet sich ja dann so ran. Ne? Und es war eigentlich recht billig. Ja, also ich hoffe bloß, dass dann unten das mal auch ganz bleibt und so. Ne? Und ja, und man kann es natürlich dann auch, wenn man es zusammen macht, einfach in die Ecke stellen, fertig. Ne? Also da hat man keine Stange im Weg rum, die man abbauen muss oder sowas. Ne? Oder man muss auch keine Löcher in der Wand bohren oder sowas. Das ist sehr praktisch. Also ich sag mal so, ich bin sehr begeistert. Und wie man jetzt auch am Chroma Key sieht, wenn wir das auskeyen hier, es funktioniert, ne? Es kann sein, dass ich hier mal immer so ein bisschen mal rumexperimentieren muss. Ach, das ist Color Key. Chroma Key braucht. So, ne? Oh. Hallo. Ne? Also das kommt halt auch wieder auf die Belichtung an. Das ist ja auch so ein Thema. Eine Belichtung ist ja das A und O, ne? Dass man halt immer so einen kleinen Grünstich hat, ne? Das muss natürlich auch noch. Es ist ja weg im Großen und Ganzen, ja? So. Ich jetzt auch die Lampen richtig einstelle und so. Lampenpolitik wird auch noch neu abgegradet. Was? Politik? Ich weiß nicht, was ihr meint. Ja? Auf jeden Fall. Ich hoffe, das hat jetzt ein Ende, dass wir uns jetzt hier, dass ich ja ständig hier mal, dass der Chroma Key funktioniert, dann funktioniert er wieder nicht und so weiter, weil, naja. Ich habe eine gleichbleibende Lichtquelle, das müsste jetzt ja alles super, super funktionieren. Also, wunderhübsch. So, und natürlich habe ich das auch euch zu verdanken. Ohne eure Spenden wäre das gar nicht möglich, ne? Da müsste ich ja immer noch mit dem Läppchen hier, ach, das sieht man nicht. Das Läppchen bleibt ja liegen, ne? Ich habe ja immer meinen ganzen Papierkram auf dem Schreibtisch, ne? Da hülle ich das grüne Mäntelchen des Schweigens drüber, ne? Mein ganzer Finanzkram und sowas, ist ja drin, Finanzamt und sowas. Brauche ich immer griffbereit, ne? Weil ich muss ja auch jede Einnahme und Ausgabe hier bei YouTube immer notieren und damit ich das alles griffbereit habe. Hab ich das alles hier. Es heißt ja auch Schreibtisch, ne? Deswegen. So. Aber mal zurück zu uns und unserem Böhnchen hier, denn was ist der Plan heute? Wir wollten uns ja einen Anzug holen. Richtig. Einen Strahlenschutzanzug. Dazu müssen wir natürlich in einen Bunker hineingehen. Ich habe mir schon überlegt, ob wir warten, bis es dunkel ist. Ich musste hier umbauen. Hier war ja eigentlich, habe ich hier, ich mache immer ein bisschen Begängnis hier, ne, damit ihr ein bisschen up to date bleibt, wie meine Bude gerade aussieht. Hier stand vorher meine Werkbank, ne. Jetzt habe ich das aber abgerissen, habe ich erstmal das halbe Haus dabei abgerissen. Aber es geht ja nun leider nicht anders und habe da die Türe hier reingezogen, damit ich hier die Werkbank hierher bauen kann. Und hier haben wir wieder unseren Gang der Schande und hier ist dann halt die Garage. Ich wollte halt unbedingt wieder eine schöne große Garage drin haben. Die Werkbank,
Das sag ich ganz ehrlich, habe ich mit dem Godmode wieder hingebaut, weil ich es scheiße finde, dass du Gegenstände hier, wie zum Beispiel diesen Schrank oder den Schrank oder auch das Waffenrack hier, du kannst es nicht greifen und irgendwo anders hinstellen. Und das ist scheiße. Ne? Das kannst du mit den Kisten machen, wenn sie nicht zu schwer sind. Das kannst du hier mit dieser Batterie machen. Du kannst es aber nicht mit dem Stuhl machen, nicht mit dem Tisch machen, weil das eben alles noch das alte Base-Building-Gedöns ist. Ich hoffe ja, dass das wegkommt, sobald diese Funktion reinkommt, dass man auch in den Random-Häusern da die Möbel verarbeiten kann zu Holz, ne, so zu bauen, Bauholz, ne, dass das dann halt irgendwann mal besser gemacht wird, damit man hier eben auch die Tische und sowas bewegen kann. Ich gehe mal auch davon aus, das wird auch alles neu und frisch gemacht, weil das hier sind halt noch einige Elemente dabei, die noch zum alten Base-Building gehört haben und die waren halt auch alle fest. Ne, die konntest du halt hier nicht bewegen, ja. Also, was uns hier auch noch fehlt, ist der Kühlschrank, fällt mir gerade mal so auf, ne? Aber im Augenblick spielt das für mich eh keine Rolle, ne? Da ziehen schon und sowas, ne? Wir können das RPK mitnehmen, ne? Das macht zwar sehr viel Krach, aber ich habe 2 Magazine dafür. Wisst ihr zwar gerade nicht, wo sie sind. So, das Helmchen brauchen wir. Power S2 habe ich auch, Raketenwerfer. So, dann unser Hackebeil, das müssten wir auch nochmal schärfen. Ansonsten, ja, also ich habe auch kein Schwert oder sowas. Ich könnte mir jetzt natürlich Öl craften, aber da habe ich jetzt das Gerümpel nicht da, was ich brauche. So, wo habe ich die Mumpel hingetan? Halt, Knackzeug brauchen wir ja. Oh, haben wir ja. Jetzt muss ich nochmal gucken, hier, wie fett sind wir denn hier? Ah. Oh, guck dir hier der Rückenspeck, hä? Das ist schon heftig. Der Rückenspeck. Oh. Das ist ja, naja, ein Airdrop, ne, den, obwohl, vielleicht haben wir da ja Glück wegen Schalli, weißt du? Aber ich glaube, das ist halt, der kommt mitten im Wald, ne, am Waldrand kommt er runter, da könnte man sogar Glück haben. Ja, da fahren wir erst mal 100 Bubis tot. Da gucken wir mal da drinnen, hä? Ich brauche immer eine Beifahrertüre. Da haben wir alles? Ja, hä? Autoreparatursets brauch ich auch mal. Ah, ne, hier ja, Mangel ist unglaublich. So. Ob ich es nicht so umfahren kann, oder was? Ja, ist das ein Mist hier. Ja, put. Puppen. Kommt mit der Gänse-Mama, der Puppi-Mama. Ist sie weit weg hier, die Kamera? Kommt mit der verräterischen Mutter des Puppi-Mannes. Was? Mit der Puppi-Frau. Tut mir leid, aber der geht mir sonst nicht aus dem Weg, ihr Pisser. Mit dem Scheißerchen. So. Ich weiß, das sind noch welche. Aber die werden wir halt so wegfetten. So, nicht, dass ich mir ein Gamepad hinterm Ramme. Ich höre nicht. Ach, Schleifstein, hab vergessen. Die Razer, die nehmen ihm ganz schön Gesundheit weg vom Fleischerbein. Hier sind aber noch viele Pubis. Ach du Kacke, das sind auch mindestens 10. In Ruhe. Jetzt kommt man hier nicht rein, oder was? Oh, 72 Schaden, was ist das für Käse? Das geht nicht. Aua! Ja, das zucke dich. Ey!
Jetzt kommt eine Horde, du willst dich doch rollen. Ach du Scheiße. Oh, wie schnell machen denn die Schaden? Warum? Die lappen sie ja alle, bevor wir da drinnen sind. Ob wir hier wieder rauskommen? Ich glaube, das RPK muss ich ja jetzt schon einweihen, hä? Das wird das in überhaupt nicht. Frohlocket, ihr doofen Puppen. Es waren doch mehr als ich dachte, hä? Ja gut, dann ist das halt so. Jetzt ist gleich wieder Ruhe da draußen, hä? Naja, die wollen mich in Sicherheit wiegen. Ich hab mich letztens hier in den Busch gehockt und dachte, naja, du musst aber mal ganz dringend aufs Klo und ich wollte hier halt nicht Pause drücken oder sowas, ne? Und natürlich komme ich zurück. Gefangener ist tot. Erst einer den verwackelt. Das passiert jedes Mal, hä? Das ist unglaublich. Unglaublich. Jetzt brauchen wir noch einen Friedfisch. Ja, was soll denn dann? Also, ich habe ja die Puppis jetzt hier schon ein bisschen heftiger eingestellt, ne? Mehr Puppis und so. Also, es funktioniert schon. Ohne C4, ja, die können wir verkaufen. Ja, Milch. Nehmen wir Milch mit. Ha! Eine Schrotze. Ja, was zum Desinfizieren haben wir jetzt auch nicht. Das ist doch Müll. Sag mal, Schalli drin oder sowas. Das lohnt ja die ganze Aufregung nicht. Naja, jetzt müssen wir halt ein bisschen Krach machen. Ich habe 45 Gesundheit und uns läuft dezent die Zeit davon. Guck mal hier, die haben schon wieder beruhigt, die meisten Schnullen. Ja, von welchen? Guck, guck. Ach, guck mal, der kriegt. Oh, die Hitboxen. Die Hitboxen des Grauens, Junge. Ja, also von den Soldaten würde ich ja gehen aufs Maul kriegen. Haben die an den Sound von der Knorrgabel? Aua! Irgendwie klang die nicht mal anders hier, der RPK? Ich glaub ja, hä? Aber jetzt haben wir aber aufs Maul gekriegt, hä? Steht das Auto hin? Da hinten. Das war ja übel. Wo unsere Verkaufskistchen wenigstens hier? So, wir schaben uns dorthin, genau. Ja, kommt ja gleich rein. Ja, da brauchen wir das Mummelgedöns, das können wir behalten, aber jetzt brauchen wir es nicht. Genau, wir machen Schloss dran. So, ja. Ich habe hier immer noch Schießpulver. Oh, da kommt ein bisschen zu spät, ja? Ja, wo sind wir, hä? Guck, guck. Was ist das für ein Mongo? Haben wir denn überhaupt einen Schleifstein hier oder was? Ich habe vorhin irgendwo einen gesehen, aber es ist auch natürlich weg. Ja, mein Gott! So, nein, hier jetzt. Und die Stadt hier kann mittlerweile bei meiner Einstellung auch schon richtig schön heftig sein, weil du hörst meistens nicht, wenn hier eine Horde getriggert ist. Und wunderst dich dann, dass von der Ecke da aus dem Nichts da quasi 100 Puppen rauskommen. Und es können wirklich sehr, sehr viele Puppis sein. Ja, so schön. Wie dass ich mal schneller aus dem Auto rausquetschen würde. Ja, zum Glück ist es. Ja, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir gehen aufs Maul kriechen hier, ne? Komm, jetzt nehme ich ja aus jeder Ecke. Ich höre sie nämlich schon. Put, 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 put. Ja, das hab ich ja vorhin schon gekräht, hä? Da kam ja auch nichts Gutes bei rum. Jetzt hab ich die Horde gehört. Scheiße.
Das hört jetzt nämlich schon teilweise gar nicht mehr auf, ja? Das war's schon mit unserer Mümpelei. Will ja rein, um ein bisschen Mumpeln zu holen, aber wenn du dazu Mumpeln in Massen ausgeben musst, dann überlegst du dir das dreimal, ob das überhaupt was bringt, ne? Nachtsichtgerät übergeben. Aber hier vielleicht noch Schleifstein drin. Oh, Kühlschrank! Ich wusste das so hart. Ich wusste. Oh, guck mal hier, jetzt haben wir doch unsere Nachtsichtbrille. Eine Battery. Den Kühlschrank nehmen wir mit. Das ist jetzt. Also, sollten wir verrecken, weißt du, dann ist der Kühlschrank wenigstens unser Trostpreis, ne? Dann brauchen wir ja bloß noch einen großen. Ja, großen brauchen wir eh. Damit sie so spritzt auf dem Klo, natürlich, ne? Warum sonst? Ja, dass sie schön reinhängen kann, ne? Also ich hatte ja, ganz früher hat man mal ein Klo mit Ablage, ne? Da konnte man sich so sein Produkt, was man so erschaffen hat, nochmal begutachten. Ach, guck jetzt, Aber heute plumpst das ja alles, ne? Plumpst ja alles einfach weg. Das ist ja überhaupt gar nicht mal so sinnvoll. Alles Gulli. So, jetzt schleifen wir unser Beil. So, man muss halt nur wissen, wie es geht. Ich habe das jetzt hier schon 8 Stunden gespielt, also kann ich ja auch schon eine fachliche Review verfassen, weil ich kenne mich da hier super aus und kann euch auch sagen, wie das alles läuft und so. Ja. Herr Scheiß von Klug und, ne, die Kompetenz des Gamings. So, jetzt müssen wir erstmal hier aufmumpeln. Da will aber die Selbstgemachten hier nicht aufmumpeln, hä? Die will da irgendwie nicht nehmen. Da traut der Geschichte nicht, hä? Da denkt vielleicht, die platzt im Lauf und so, ne? Und dann fliegen dem die Pfoten ab. Nein! Auf geht's! Wupp, wupp. Aber wir haben 37%, wir sind wieder Durst hier. Das ist wahrscheinlich durch die Aufregung, hä? Durch die Aufregung hat Böhnchen halt sehr viel Durst. Mein Gott, Böhnchen, erstmal verlierst du nochmal deinen Köppe. Halt, brauchen wir auch wirklich das Holz da, weil die sind jetzt auch nicht so häufig. Holz da. Arbeitshandschuhe, ja, und rein hier. Das Böhnchen, hä, mit seinen dicken, ja, Arme wie, ja, Stahlseil. Die sind ja auch nicht so dick gewesen. Ne? Arme wie Schaukelseile oder sowas. Nee. Ein Böhnchen hat ja schon kräftige Arme, ne? Aber ja, der Rückenspeck muss weg. Ja, schüttel dein Rückenspeck. Nee, das muss nicht sein, ne? Das ist auch ungesund. Ah, da kannst du jetzt ganze Schrottgelände. Ich rammel manchmal durch diese ganzen Städte und gucke nach Schrott. Naja, hier an den. An den Bunkern, ne? Diese LKWs, die haben immer Haufen Schrott. Ohne Axt. Aber wenn man jetzt mal ein Schwert finden würde, ne? Das wäre ein Ding, ja? Da bin ich. Ne, da verschieb ich das, da gehe ich raus aus dem Bunker, wenn wir da hier ganz vorne gleich das die Schwerter finden. Jetzt sehe ich das aufs Maul. Ach, da macht mich schon was. Siehst du, Durst? Hier, trink Milch. Trink Milch! Die Gesichtsmaske hätte ich noch geben können. Also nicht so eine mit Gürkchen. Das wäre auch cool, wenn man das sehen würde, dann nicht die Verletzung. Ja? Oh, Moment. Ach, wie viel säuft denn der? Wie viele Liter sind denn das? E-Liter oder was? Ja, er hat ja Durst, also. Der beatscht da ganz schön. Ja? Jetzt haben wir wieder zu wenig Ausdauer, da können wir wieder nicht so viel rumkloppen. Ach, das Böhnchen.
ich weiß nicht, was der mal macht. Weißt du, da guckst du mal eine Minute nicht hin. Weißt du, weil du einen Schluck Kaffee trinkst und vor dich hin prappelst, ne, so wie in deiner geistigen Inkontinenz, ne? 480. Da müssen wir das mal 2. Ja, können wir nicht noch. Ich bin eine Koryphäe der Mathematik, muss ich mal so ganz herzlich erwähnen, weißt du? Also, das, du musst ja auch schon ein bisschen was im Körper haben. Also, falls ich jetzt mit meinem Geschwalle nicht so fortfahre wie bisher in meinem löblichen Werke, ist das daran, dass ich einfach mega angespannt bin, ja? Dann lass mich einfach hier in der Ecke hier liegen, ja? Vielleicht mache ich auch noch ein bisschen Musik dazu, wenn wir drinnen sind, ne? Weil wenn ich schon einen Haufen Geld, Lizenzgeld bezahlt habe, dass ich Musik benutzen darf, also selber machen darf, dass ich die, ich habe mir auch schon überlegt, ob ich mir ein Keyboard kaufe, ja? Ich habe früher mal Keyboard gespielt, ne? Und es gibt ja Keyboards, die klingen ja auch richtig geil. Und da hast du halt auch, da kannst du auch halt richtig deine eigenen Arrangements machen, ne? Mit hier 150 verschiedenen Instrumenten und sowas, ne? Mal schauen. Aber jetzt, dieses Jahr ist das sowieso nicht auf dem Kieker. Und wenn, da nehme ich mir ein Keyboard von Thomann. Die Firma ist eigentlich sehr gut. Aber auch relativ preiswertes Equipment, so für 80, 90 Euro gibt es schon gute Einsteiger-Keyboards. Weil die Lizenzen dann zu bezahlen für die Musik, die ich ja immer mache, das ist dann, muss ich mir überlegen, was dann billiger, ne? Auf Dauer. So, wir haben mindestens 2 Sprenger. 400 und 0, was ist denn das? Jetzt müssen wir hier mal 2, ne? 400 und jetzt minus 60. Wie komme ich dazu? So. Wie gesagt, Koryphäe. In den Klamotten war. Sehr. Aber halt Sprengerteil. Schleichangriff, hä? Bonusschaden. Oh, immerhin, wir fetten den runter. So. A. B. Und C. Alles gut. Wieso liegt das hin? Ich hab mich gut beschleunigt. Beschleunigen. Es gibt beschleunigt auf den Sack. Ich bin rein. Shit. Ja, wir müssen Krach machen. Ich muss ihn schon mal rausflüchten. Wir machen das leiser. Okay, wir brauchen Rückendeckung. Oh ne, bitte
Da ist genau unter der fucking Treppe. Geh in die andere Richtung. Ich hoffe, die haben sprüht, bis wir durch sind. Über Wasser. Oh, Antibiotik. Aber dass sie rauskriegen. Und zu verbinden, guck dir das an. So, mal gucken, was das jetzt für eine Art Schrank ist. Wir sind ja zeitlich schon mal wieder schön angespannt, ne? Das ist kaputt. Ah, das ist ein ganz normaler. Ich mach mir übelst einen Terz, hä? Okay. Muss jetzt erstmal ordnen hier. Das war noch nicht 19. Eine Sonne, ich sehe das. Kriegen die das mit? Die Kalium-Judit-Pillen, die Maske brauchen wir nicht. So, jetzt müssen wir versuchen, hier irgendwo rauszukommen. Dreier. Trocken! Das für 19. Oh Gott. Ich
Oh, nimm doch das Messer, Junge! Oh, das ist eine Krütze hier mit diesem Menü. Krise. Hab ich jetzt Schritte gehört? Kommt jetzt erst etwa Herr Brenner? Da möchte doch seine Fettsuppe nicht essen. Du kriegst den Dreckschlappen, du dumme Wunde. Im Glück haben wir Antibiotika gefunden. Aber ich glaube, ob wir hier rauskommen, das ist die andere Geschichte. Das Ding ist leer. Am besten wären Plätze, wie bei anderen Games, weißt du, wo hier die Munition Platz hat, ne? Wo Rucksackzeug dann Platz hat und sowas, wo das ein bisschen geordneter ist, ne? Weil, guck dir an hier, ich bin ja hilflos wie ein Baby mit meiner Ordnung. Klebeband brauchen wir auch noch, das wollen wir garantiert nicht hier. So, komm, jetzt versuchen wir mal hier abzuhören. Oh, nicht noch einer. Das ist doch ein fucking Witz. Ich weiß nicht, was dann später schlimmer wird, ne? Mutanten im AKW-Gebiet, Tech-One-Dullies und Dropships oder der Bums hier. Und das Ding ist ja, Game Powers versucht ja, das auch immer wieder zu toppen. Und nach der 1.0 ist ja hier nicht Schluss, ne? Die arbeiten ja dann weiter dran, ne? Die werden die KI noch verbessern, ne? Also mit der 1.0, wenn das Release dann ist, das wird ja dann noch lange nicht perfekt sein. Die werden da immer noch weiter dran rumfeilen, so wie sie es ja hier auch vorher gemacht haben mit dem Base-Building, mit dem Kochen und hast du nicht gesehen, auch die Tiere werden neu animiert, die Tiere kriegen noch eine andere KI und so weiter und also das wird hier noch viel, viel, viel komplexer und viele Entwickler hören ja dann irgendwann auf, ne? Die haben halt gesagt, ja okay, wir haben Wölfe drin, wir haben Bären drin, die bekommen ihre Standard-KI, sehen Spieler drauf. Ne? Aber das soll ja hier halt immer weiter verbessert und ja, komplexer gemacht werden. Also hier hat Game Powers bestimmt noch 5 Jahre dran, seine Freude. Ganz ehrlich. Und wir hoffentlich auch. Ne? Bis sie dann irgendwann mal an dem zweiten Teil arbeiten. Ne? Ja, ich warte dann lieber, weißt du? Also den Fehler mache ich nicht, dass ich jetzt freudestrahlend um die Ecke renne und dann, ne? 37 Minuten ist die Karte noch gültig. Die hier brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr. Die ist noch 45 gültig. Was ich halt scheiße finde, ich weiß nicht, wie das jetzt hier im Einzelspieler ist. Ne? Aber Mehrspieler ist das so, dass du da nur rausfliegst, wenn du eine gewisse Zeit lang hier drinne bist. Ne? Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen blöd. Ich meine, ich verstehe die Intention dahinter, ne? Dass einige Leute hier dann irgendwie versuchen zu campen oder sowas. Aber naja, das kannst du auch vor dem Bunker. Ja. Und ich sag mal so, wer bitte will hier freiwillig campen? Hä? nee. Also das kannst du rausnehmen. Ja, das ist hier rausgeschmissen. Also nee. Die Razer machen trotz dieser ganzen Schutzausrüstung richtig viel Schaden, ne? Die Stichschutzweste war ja auf 100%, ne? Aber guck mal, wo wir unsere Wunden haben, ne? Auch hier an der Brust, wo er eigentlich die Weste sein sollte, am Kopf. Obwohl wir unseren Helm aufhaben, ne? Gut, an den Arm, das verstehe ich, und an der Hand, ne?
Was ich halt geiler fände, wenn der Razer dich packt, dass du dich dann noch irgendwie wehren kannst. Das kann sein, dass sie das vielleicht noch reinmachen, wenn die arbeiten ja hier noch am Nahkampfsystem. Ne, dass du dann hier auch nach und nach, ne, wenn du deinen Nahkampfskill verbesserst, dass du da auch hier Martial Arts kannst und sowas. Ne, vielleicht gibt's auch später Lehrer, wo du das lernen kannst hier, Handelsposten oder sowas, keine Ahnung. Oder du findest den Lehrer irgendwo auf der Spitze eines einsamen Berges oder sowas. Dass du dadurch vielleicht ein bisschen besser gegen die Razer werden kannst, dass du auch schneller wieder aus dem Griff rauskommst. Oder dass du vielleicht sogar verhindern kannst, dass der dich überhaupt packt. Ja. Ich komme ja selber aus dem Kampfsportmilieu, wenn man das so sagen kann, Milieu. Und da ist es auch wichtig, dass man gar nicht erst den Gegner sich packen lässt. Ja. Und vor allen Dingen sollte man auch gewisse Regeln vergessen, ja. Wie zum Beispiel, man tritt nicht in die Eier und Weichteile und sowas. Natürlich tritt man das. Das hat ja nicht mit Ehre oder sonst irgendwas zu tun oder Stolz oder sowas. Das ist einfach bloß Verteidigung. So, jetzt haben wir hier keinen Strom mehr. Und ich kann das, die Sicherung auch nicht mehr reinmachen. Die leuchtet nämlich nicht mehr. Irgendwas ist ja... Ja, uns bleibt wieder nicht erspart, ne? Ich verstehe diese Panikreaktion nicht, warum der die 1 immer auf die 2 macht und umgedreht. Jetzt müssen wir das manuell öffnen. Wir haben 34 und 75. Ja, wir haben 3 Razer, haben wir jetzt vorhin damit abgefüllt. Scheiße. Nachtsichtgerät vergessen. So, rein hier, jetzt geht er wieder zu. Gott, das hört sich an, als ob wir noch 10 Puppen sind. Guck mal, ja, diese MGs da oben, warum kann ich die nicht aktivieren? Ja, vielleicht. Oh! Ja, da müssen wir jetzt durch. Aua. Haut drauf! Alter! Schon das Feiernböhnchen. Hat nicht mal intelligent. Ja, das ist nicht mein Herzblatt. So, jetzt müssen wir diesen ganzen Spaß nochmal machen. Mindestens eine Puppe. Da ist da drin die Puppe. Komm, wir gehen rein, wir müssen nochmal Licht anmachen. Oh, Scheiße. Warum ist der A? Du wächst das Baby. Du Stück Fraser. So, zum Abschluss gehe ich ja gerne hier rein oder versuch's zumindest. Wimpeln. Sind zwar bloß 3, aber in meiner Situation bin ich für alles dankbar. Jetzt nehme ich auch das Schießpulver mit, weil Munition craften, ne? Mumpeln. Nicht. So. Probieren wir es mal, wa? Die Lootfee, hä? Die kleine Schnecke. Ich küsse deinen Warzenvorhof.
Verbundpfeile. Die nehmen wir mit. Verbundpfeile hier, ne, die nehmen wir natürlich mit. Eine Rakete! Wir haben doch einen Raketenwerfer das letzte Mal rausgeholt. Wie viel braucht das Ding? Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Alles im Weg, ja. Jetzt, wenn es schnell gehen muss, weißt du? Strom haben wir nämlich auch nicht für ewig. Eine Rakete. Wunderbar, so ein Raketenwerfer. Bin ja dezent feucht im Schlüpperchen. Aber nur dezent, ne? Eine Hose nimmt den Tropfen da auf, wo er passiert. Also, ey, wie ist es denn so hier drinnen? War gar nicht so drin in der letzten Zeit. Oh, der APK. Das nehmen wir mit. Wir haben zwar eins, aber doppelt halt besser. Eine Hunter. Ach, guck mal an, wir haben ein besseres Holster. Nicht besser, aber hübscher. Besser ist nicht. Das sieht aus, wie, als ob da der Osterhase reingekackt hat. So, raus hier, wird schon mal lallen, wa? Tschüss, Bubi. Oh, das ist heller schön. Oh. Leute, wir haben es geschafft, hä? Ah, das war ja... Also heute waren hier ja... Heute war Razer-Tag oder sowas, hä? Tag des rollischen Razers, ich weiß es nicht. Aber wir haben, was wir wollten. Das ist ja ganz wichtig. Wir haben, was wir wollten. Nämlich unseren Anzug. Den tun wir gleich ja. Nein. Wundergeil. Wisst? So, dann haben wir hier noch unser leeres Magazin. Die Lernmagazine, die packe ich dann sowieso gerne mal dann hier rein ins Auto. Die Karte brauchen wir jetzt nicht mehr. Das Ding kann auch hier rein. Also das war heute schon... Also mir geht da immer richtig die Düse. Weißt du? Ich bin da immer so angespannt. Das glaubst du nicht, Blasehase. Aber was ist das? Die Nudeln halten 2 Tage. Jetzt gehen wir noch einmal da runter zu dem Spot. Der Anzug ist ja sicher. Wenn uns jetzt was passiert. Ja, jetzt können wir die Brille, die Nachtsichtbrille, die können wir auch gleich ins Verkaufskistchen reintun. Die hat ihren Job getan. Ich brauche mal frische Handschuhe. Die können weg hier. Können wir mal unser. Ich glaube, das lag an unserem Shirt, hä? Wir haben kein Shirt angehabt. Wahrscheinlich haben wir gestunken oder sowas. Ich muss den das nächste Mal, ich muss mal wieder. Ja, wir haben eigentlich erst gestern gebadet. Ich habe den gestern aus dem See baden lassen. Guck dir das an. Elektrisches Reparaturset. Ja, wir haben einen Kühlschrank gefunden. Den können wir ja dann auch reparieren, ne? Das schaffen wir natürlich auch gleich wieder. Stand der PD zurück. Können wir den Kühlschrank da jetzt gleich reparieren? Geht das überhaupt mit dem Ding oder brauchen wir da den normalen Reparaturkrams? Weil wenn dann mich... Ja, ich glaube, da passt den normal. Aber na gut. Ich dachte, da brauchst du dieses Elektrikerwerkzeug, aber ne. Musst du halt den normal nehmen. Komisch. Okay. Repariert ist repariert. So. APK. Das hat uns heute wirklich den Arsch gerettet. Deswegen habe ich auch noch, bevor das richtig losging, habe ich ja dann noch gleich von Einzelschuss auf Automatik gemacht, weil anders kannst du das vergessen. Also, da waren 3 Razer gewesen, ohne das Dauerfeuer. Nee. Das wird nicht. Aber jetzt können wir das eigentlich wieder umknipsen. Weil hier sind keine Razer. Guck, da draußen die Bube. Ja, hier draußen ein bisschen Krach zu machen, das macht er nicht. Ja, genau deswegen. Ja, nee. Das macht nicht. Ach du Fuck. Ich Idiot. Na, die Bots sind völlig asynchron, hä? Aber der eine jetzt ja wahrscheinlich schon geguckt hat, ne? Hallo. Ich bin nur zum Aufräumen hier. Ich bin die Putzhilfe hier. Selbst überhaupt nicht Blasehase. 26. Und dreht mal rum hier. Ich bin blinde Kuh. Und mu geht die Kuh. Ne, Moment.
Braucht's immer noch. Wo kommst denn du her? Was ist das hier für Käse? Ich hab den Busch versteckt, halt, wenn ich mich jetzt umdrehe. Den Trick kenne ich schon, dass du dich dann noch zur Seite rumdrehst. Am besten, wenn du wegrennst vor solchen schnellen Puppen, du rennst und dann springst und drehst beim Springen um, weil dann erwischen sie dich nicht. Dann zahlen sie dir nochmal auf den Buckel. So schön wird euch eine runtergeklatscht. Ach, gucke da. Ach komm hier. Sag mal Hallo zu Herrn Beil. Ah, hier, da, guck das mal an hier. Sind ein paar Schaden dran, hä? Aber wo kommt ihr jetzt? Ja, alle? Also, komm mal. Kann man hier reingehen? Shit. Das ist ein Stern. Jetzt sehe ich die ganzen Puppies, jetzt kommen hier immer mehr. Das wird nicht. Hier noch immer mehr Puppen. Ich muss raus. Tschüss. Nee, das wird nicht. Das ist ein bisschen creepy. Oh, der Sprenger ist explodiert, Jane. Ein bisschen Glück wird die Puppi durch das Eselplatz geladen. Der dreht er dort gleich wieder um, damit er die Puppi nicht plattlatscht oder was? Was ist das für ein Fuckspiel? Das wird gar nicht mehr öffnen, die Puppen. Jetzt flüchtet sie, die Puppe. Der macht schon wieder den Panikwechsel. Das kommen wir doch nie rüber hier in die Bude. Das ist schon wieder ein Sprenger. Wir können wieder puppen. Nee, ich glaube, das ist. Ich glaube, das Bot ist verpackt, hä? Ja, da kommen jetzt immer wieder Puppen nach. Und explodieren immer wieder. Äußerst gefährlich, was wir machen. Aber das ist ja alles andere auch. Gleich mal ja wechseln. Blöd ist, dass wir in diesem scheiß Ding hier auch in der Falle sitzen. Ja, das wird nicht. Das ist ein scheiß Timing, was sie ja sich ausgekaspert haben. Och Mensch, hör doch mal auf. Jetzt spielen wir Fotz und Klaus, oder was? Oh, ein SVD-Magazin. Und Ohrenstöpsel. Das ist das dicke Schütt hier drinne. Ja, nehmen wir mal mit. Bleiplatten.
Löskatze, bist du geplatzt? Was war das für ein Sound? Die Dache, wie sind die platzen? Ich Gömbers. Danke, das hab ich mir schon immer gewünscht. Was zu trinken? Eine Mine! Da freut's doch, Lelio! Was sind das hier? Oh, fürs AKS. Ja, das können wir immer mitnehmen. Wie wird das mit den Puppies bohren? Oh, die Weste, die ist ja noch besser als die alte. Die wechseln wir jetzt im Sekundentakt oder was, hä? Schade, dass wir das mit der Unterwäsche nie machen. Ja, im 16 Magazin. Petrolle. Das funktioniert sowieso hier nicht. Noch ein Holster. Ja, das sieht aber auch nicht schlecht aus, hä? Was mein... Ach ja, wir nehmen das. Wo ist er nie zufrieden, hä? Also bis jetzt ist der Puppyspawn äußerst fordernd, ja. Aber es ist noch zu handeln. Aber ich würde trotzdem sagen, das ist schon nah an der Grenze, wo man sagt, ja, also mindestens zu zweit sollte man da schon sehen. Weil das ist schon mit dem Gespawn und sowas, ne? Ich weiß jetzt nicht, was das mit... Das muss jetzt ja irgendwas mit der Horte zu tun gehabt haben, ne? Aber die kamen jetzt wirklich so versetzt und einzeln eigentlich auch, ne? Ich hoffe, da ist nicht hier drin. Ne? Oh, Scheiße. Ich glaube, das wird unsere letzte Halle. Ja, das wird in der Nähe. Entweder hier im Zwischenraum oder in der Nebenhalle. Ich glaube, jetzt haben sie es daneben auch gehört. Ja. Also. Der Horte. Noch 10 Schuss. Wir wechseln mal. Und loot nebenbei, nicht wahr? Wir haben noch eine Rakete, das wär's jetzt. Und dann gehen wir raus, die letzte Halle spare ich mir. Die Opfer ist der Lootfee. Das schaffen wir es jetzt nicht mehr, ja. Timing ist alles. Timing ist hier wirklich alles mit den Bots. Und wir haben eine Rakete. Aber ich weiß gar nicht mehr, wie viel wir jetzt nur brauchen für die Bots. 6, 5. So, wir haben es geschafft. Wunderpüppig. Ohne dass uns die Bots erwischt haben. Ja gut, zum Verkaufen haben wir jetzt ja nicht groß rausgeholt. Ne? Das ist jetzt ja alles Eigenbedarf. Ne? Aber wir sind ja auch noch erst am Anfang hier großartig. Haben wir da jetzt nicht, wo ich jetzt sage, ja, brauchen wir nicht, haben wir schon genug. Ne? Also an Scopes mangelt es natürlich pauschal. Aber wir haben hier unseren schönen Anzug. Wir haben unsere erste Rakete. Für unseren Raketenwerfer.
So kann es weitergehen. So, jetzt ab nach Hause. Ich denke mal, Böhnchen hat sich jetzt den restlichen Tag frei verdient. Ach, ich glaube, wir müssen noch eine Planänderung machen, denn hier kommt gleich Airdrop runter im Süden. Machen wir die Mumpen leer, wenn sie, ne, wenn wir sie schon haben. Jetzt müssen doch die Puppis ja gleich mal aufgeploppt sein. Na, da, ach du Scheiße, wie ploppt denn da, da? Jetzt sind die Puppis weggeploppt. Jetzt sind sie wieder da. Genau, der Horde und dann hier die Puppis. Das, die Puppis kamen ja vorhin auch mit Verspätung, hä? Müssen wir mal hinter mich gucken, hä? Ach, jetzt haben sie mich alle gewittert. Ach du Kacke. Hui! Guck mal, da fliegt's! Da fliegt eine Mumpel! An jedem Spot. Das war's mir wert. Naja. Böhnchen, hä? Das ist doch hart verdient alles hier, hä? Auch was den Bunker angeht, ne? Klar, wir waren jetzt im Bunker auch ziemlich laut. Ne? Dass da auch ein Haufen Razer kommen, war ja eigentlich schon abzusehen. Den Salat nehmen wir mit. Ich will Burger. Du bist dick. Nein, ich bin nicht dick. Du bist dick. Ja. Das nehmen wir mal mit. Eine ballistische Wespe? Eine AK-47, aber hätt's gedacht. Aber die haben wir ja auch. Ich glaube, wir haben schon eine. Die können wir ja dann hier verkaufen. Mein Gewissen ist rein. Sagen die meisten, die kein reines Gewissen haben. Ja, mach mal die Türe zu. Das wenn sie ein bisschen autistisch, authentisch aussieht, ich sehe doch nicht. Ach, die Kamera. Weißt du, was ist denn das für ein Gulli? Wo fährst du hin? Oh Gott, das Böhnchen. Ich sehe nicht. Ich glaube, die ist doch ein bisschen zu klein. Da müssen wir vielleicht noch ein bisschen anbauen. Ja, so kommst du doch nicht raus, du Mongo. Ein bisschen. Naja. Also ein Auto wird auf jeden Fall noch reinpassen, aber dann wird's enger. So, mal schauen hier, ob wir das jetzt machen können. Ja, ich glaube schon, ne? Bergbahn kann man hier stehen. ...308, da haben wir's doch. Und das war's schon. Immerhin 5 Mumpeln. Ja, also da brauchst du ja echt viel Gerümpel, ne? Also Schießpulver ist ja noch das, was du am einfachsten findest. Werkzeugkistchen geht so, Schrott findest du einfach. Ja, Bleiplatten halt, ne? Autobatterien. Oder halt in Garagen, ne? Ja, die Bleiplatten hier, da zieht ja 2 ab und dann war's das, ne? Da kann aus den letzten Bleiplatten halt nichts machen. Dann auch ein bisschen blöde, ne? So. Gut, aber gut, das, zur Not müssen wir halt ein bisschen Schrott suchen und sowas, ne? Aber ja, mein Gott. Das ist ja jetzt auch kein Problem. So, ja. Ansonsten würde ich mal sagen, Leute, wir haben jetzt hier schon wieder 2 Stunden geht Aufnahme. Ich werde dann jetzt natürlich noch die Musik machen müssen. Und es ist jetzt 2.10 Uhr. Das ist auch eine sehr christliche Zeit, ne? Nachtarbeit und so. Und ja, ich werde dann wahrscheinlich
bis um 6, um 7 rum hier erstmal beschäftigt sein, das zu cutten. Ja. Und dann mal schauen, ne? Wie das hier läuft. Und so. Ich muss das ja trotzdem ja. Also ich bin mit dem OBS, mit den OBS-Einstellungen hier noch nicht so ganz befriedfischt. Ich glaube, das ist ja. Ich bin ein bisschen. Ich sehe so ein bisschen komisch aus hier. So ein bisschen. Ist das, was ich meine? Kontrast. Ja, das ist halt noch nicht so ganz ausgewuchtet. Farbtonverschiebung. Ach ja, jetzt habe ich es verkackt. Scheiße. Jetzt sehe ich alles hier. Wie so Blutbuller. Ja, wenn ich das jetzt hier natürlich runter mache, dann. Es hatte auch was mit diesen grünen Streifen hier zu tun. Ist das so? Ja, das ist ja. Ja, wenn ich das jetzt hier runter mache, ne, dann sieht man dieses Grüne nicht mehr so. So. Also das ist halt ein bisschen. Es ist halt ein bisschen gepöbelt. Jetzt sehe ich wieder ganz anders aus, ja. Aber ich kann hier auch noch das Licht anders machen. Na? Ich bin ein ganz schüchterner. Du Scheiße. Ja, das muss ich mal richtig einstellen. Das ist noch nicht so richtig. Ist perfekt. Das liegt aber dann am OBS. Ansonsten, der Greenscreen funktioniert 1A. Also ich bin mega zufrieden. Und vor allen Dingen, wo ich das bestellt habe, waren es 50 Euro. Guckst einen Tag später hin. 60. Okay, alles klar. Hat die macht die Preise irgendwie, wie es denn passt. Der wahrscheinlich hat 2,15 gekostet. Ich weiß es nicht. Freue ich mich ja. So, Schnäppchen gemacht und so, ne? Ein Schnäppchen. Das haben wir uns jetzt auch gegönnt. In dem Sinne, danke fürs Zugucken. Danke für eure Unterstützung und ja, danke, dass ihr Böhnchen wieder den Tod gewünscht habt und wieder gescheitert seid. Und falls ihr Böhnchen die Däumchen gedrückt habt, Dankeschön. Er weiß es zu schätzen. Und ja, ich werde jetzt seinen Rückenspeck ein bisschen waschen und in dem Sinne danke und bis zum nächsten Mal.